Und dann wurde eben auch noch auf die Berufspolitiker verwiesen. Ich bin ja jetzt selber einer. Aber ich kann ja jetzt zumindest darauf verweisen, dass wir ein Halbtagsparlament haben in Berlin. Übrigens, lieber Wilm, nochmal danke für die Vorlagen in Richtung Berliner ÖPNV. Katastrophal. Bin ich bei dir. Und ganz lustig, weil du gerade auf die Grünen nochmal zu sprechen kamst, die hatten ja gerade Vorstandsklausur. Jetzt ratet mal, was die am Schluss als Ergebnis hatten. Sie wollen sich dieses Jahr verstärkt auf die Themenbereiche Transparenz und Bürgerbeteiligung konzentrieren. Jetzt ratet mal, wo die das herhaben. Also, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich werde euch gerne einen kleinen Schwenk aus unserer Eingewöhnungszeit im Berliner Parlament erzählen. Und das unter dem Motto, it's the realpolitik stupid. Die Realpolitik. Und wie es hier die Traditionen wollen, werde ich dann einfach bei dem Wort Realpolitik einen auf die Realpolitik trinken. Ja, jetzt ist es also soweit, die Piraten sind erstmal in einem Landtagsparlament vertreten. Die Reaktionen der anderen Parteien waren einhellig. Die sollen doch erstmal in der Realpolitik ankommen. Das sagten sie allzu gerne. Aber was meinten sie damit überhaupt? Was war denn diese viel beschriebene und uns bis dahin anscheinend noch gänzlich unbekannte Realpolitik? Wie sah die eigentlich aus? Wir waren natürlich gespannt. Wir kamen ins Abgeordnetenhaus von Berlin, dem ehemaligen Preußischen Landtag, schönes Gebäude. Wir wollten unsere neuen Räume inspizieren, um dort nach allen eventuellen Indizien über diese ominöse Realpolitik zu suchen. Doch das gestaltete sich schwieriger als gedacht. Es gab da noch eine gewisse Anti-Euro-1,8%-Partei, die nun aufgrund ihres fabelhaften Wahlergebnisses der Liquidation, so heißt das nämlich technisch, wenn die Fraktion sich auflöst, der Liquidation preisgegeben war. Es gibt da wirklich so einen Raum, da steht dann dran, hier ist die Geschäftsstelle der Liquidatoren. Also das klingt alles ein bisschen unheimlich, aber alles juristisch einwandfrei. So, während wir uns also auf voller Erwartung auf die Suche nach der Realpolitik machen wollten. Kann sein, dass es gar nicht reicht. Mal gucken. Während wir uns also auf die Suche machen, konnte die FDP gar nicht genug davon bekommen. Sie konnten sich einfach nicht lösen. Man sollte ja denken, von Privatisierung verstehen die was. Die müssen nämlich ihr gesamtes Mobiliar irgendwie loswerden, aber irgendwie schaffen sie es nicht, das unter den Hammer zu bringen. Und bis heute, 5 Monate nach ihrer Abwahl, klammert sich ein kleines liberales Dorf noch in unserem Haus an ihren letzten Habseligkeiten fest. Ja. Nun, vielleicht würden wir im Plenarsaal etwas herausfinden über die Realpolitik. Ich behalte das mal hier oben. Wo sitzen wir? Wir haben erstmal versucht, natürlich zu fragen, ob wir nicht vorne sitzen können, also alle vorderen Sitzreihen zu belegen. Also wir haben es versucht, aber es ging leider nicht, wurde uns bestätigt. Es gibt da diese Reihenfolge wie im Bundestag. Also sagten wir, wir verorten uns mal so ein bisschen in der Mitte zwischen den Grünen und den Linken. Doch dann kam die CDU auf das Spiel und handelte getreu dem Motto, die Besitzstandswahrung ist unantastbar und verhinderte, dass unsere Fraktion Sitzplätze in der Mitte des Plenums bekommt, weil sie dafür ein bisschen weiter an den rechten Rand gerückt wären. Ja. An den rechten Rand, das wäre ja auch echt abstrus gewesen. Also das ist irgendwie auch wirklich, also das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Also angesichts der Ausdehnung der Speicherfristen zur Videoüberwachung in Bussen und Bahnen in Berlin von 24 auf 48 Stunden, Ausweitung des Unterbindungsgewahrsams, also einfach quasi vorbeugende Inhaftnahme von 2 auf 4 Tagen, der Verhinderung des Wahlrechts für Ausländer und 16-Jährige. Ja, also ich verstehe auch wirklich nicht, wie man irgendwie auf die Idee kommen könnte, dass sie in Berlin am rechten Rand sitzen. Außerdem gibt es ja diesen berühmten Ausspruch vom hier wahrscheinlich auch bekannten Franz Josef Strauß, rechts von der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben.
Na gut, also diese bayerische Weisheit scheint in Berlin noch nicht angekommen zu sein. So wurden dann die liebgewonnenen Sitzplätze verteidigt und wir wurden rechts außen platziert. Naja, das war dann erstmal eine schöne Erfahrung. Nun begann endlich unsere allererste Plenarsitzung. Die war dann allerdings etwas laut, beziehungsweise realpolitisch vielleicht auch. Geprägt von albernen Zwischenrufen, demonstrativer Lustlosigkeit und mutwilligem Stören, vermittelten die anderen Fraktionen eher den Eindruck eines unbehüteten Kindergartens als die Zusammenkunft der Legislative Berlins. Besonders laut waren die Gespräche der CDU, die ja jetzt wegen der Sitzordnung direkt neben uns saß. Und die irgendwie den Eindruck machten, dass sich ihre Mitglieder grundsätzlich nur an den zweiwöchentlichen Plenartagen sahen. Die stehen ja wirklich am Rand und tuscheln die ganze Zeit. Man versteht kaum, was da gesprochen wird vorne. Wie